Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und das wird ein super entspanntes Video heute. Ich werde nämlich, wie ich es wahrscheinlich im Titel hoffentlich irgendwie formuliert habe, mein ältestes offenes Kit mit euch in diese Boxen umfüllen. Und ich habe das auch schon für mein Pikmondo-Bild gemacht. Und das Video muss ich nur noch bearbeiten. Ich schätze mal, ich werde dieses hier wahrscheinlich vor diesem hier hochladen, einfach weil Chaos. Naja, jedenfalls wollte ich euch hier kurz einen Zwischenstand geben, aber Näheres und meine anderen Sachen erfahrt ihr in meinem nächsten Diamond Painting Update. Und da gibt es dann auch die Verlosung von meinem Löwenbild. Hier erstmal, und auf der Kamera sieht schon wieder so gut aus, von meinem Weihnachtsbild von Pikmondo. Ihr bekommt übrigens nach wie vor 10% mit dem Gutscheincode LEA10 bei Pikmondo und unterstützt mich, wenn ihr über den Link, der unten in der Kommentarbox ist, auf dieser Webseite geht. Ich werde alles unten in die Infobox schreiben. Und jedenfalls schaut euch das an. Ich bin total zufrieden. Die Steine sind nach wie vor gut. Sie sind ein bisschen anders als früher, muss ich sagen. Der Löwe hatte noch ein bisschen überperfekte Steine. Aber nach wie vor sind die hier auch ziemlich gut. Und ich habe nicht wirklich Lücken. Ich habe keine Probleme mit diesen Steinen. Und bin super glücklich, wie dieses Bild rauskommt. Aber natürlich, wie erwartet, schaffe ich es nicht vor Weihnachten. Aber also, jedenfalls macht es total viel Spaß, an diesem Bild zu arbeiten. Und es hat so viele Farben, dass es echt ziemlich gut rauskommt, das Bild. Aber genug hiervon. Ich möchte eine ebenso schöne Sortierung jetzt für mein ältestes Projekt haben. Und so mich nach und nach von hinten nach vorne zu meinen neuen Bildern arbeiten. Der Plan aktuell ist, ein altes Bild zu bearbeiten, ein neues Bild zu bearbeiten und ein kleines Bild von den Shops, die ich euch jetzt aktuell gerade so vorstelle. Dann habe ich genug Abwechslung und kann immer mal wieder ein anderes Bild machen. Ich brauche irgendwie die Abwechslung. Es sind ja auch immer so unterschiedliche Farbschemata in diesen Bildern, was dann auch den Spaß für mich ausmacht. Und das hier ist übrigens, dachte ich gerade, nachdem ich versucht habe, die Bilder von meinem alten Diamond Painting zu finden. Das ist von 2018 von Suya. Und ich hatte mir das damals ausgesucht in der Hoffnung, dass es simpel genug wäre für eine kleinere Größe. Und ich hatte damals auch schon ein bisschen Schwierigkeiten, das ist 40x50, einzuschätzen, wie klein ich Sachen und wie groß ich Sachen bestellen muss. Inzwischen nach einigen Bildern mehr auf dem Buckel und vielen Stunden von YouTube-Videos, die ich angeguckt habe, meine ich, das ein bisschen besser einschätzen zu können. Auf jeden Fall ist das hier zwar simpel, aber diese kleinen Schmetterlinge werden wahrscheinlich auch nicht so gut rauskommen. Aber ich glaube, alles in allem, da das Gehirn doch so Muster gut vervollständigen kann, wird man erkennen können, was am Ende hierbei rauskommt. Und dann möchte ich euch gleich zeigen, wie ich meine Steine aufbewahre. Und zwar ist das jetzt nicht die perfektionierte Version oder so. Ich habe hier damals die Sachen in Tüten aufbewahrt. Und ich finde es nach wie vor nicht so übel eigentlich zu machen. Aber jetzt, seit ich diese Boxen habe mit diesen Viereröffnungen, mit diesen Viererdöschen halt, ihr wisst, was ich meine, macht mir das schon mehr Spaß, hier mitzuarbeiten, weil ich eben nicht hier Tütchen auf Tütchen zumachen muss. Aber also ehrlich gesagt, ist es minimal der Unterschied. Aber wenn ich jetzt so eine Box habe, wo ja alle Farben schön nach aufsteigender Farbe sortiert sind, ist das schon eine Freude, damit zu arbeiten. Allein rein optisch sich das anzugucken. Und bisher mache ich das einfach so. Ich habe eben, wenn ich ein Bild damit bekomme bei der Lieferung, packe ich das Bild damit rein, tue es in so eine Zip-Tasche. Das ist von irgendwelchen
Sachen, die ich mal gekauft habe, hebe ich einfach Tüten immer auf und da tue ich das Zeug dann rein. Aber man kann die auch, wenn ihr Ziploc-Beutel sucht auf eBay oder so, kann man sich so 10er, 20er, 500er Packs von Ziploc-Beuteln kaufen. Einfach mal suchen. Und das hier ist so ein Container von IKEA. Diese 99 Cent Sammlerboxen sind das hier. Da habe ich jetzt hier noch so Sticker. Die waren mal in einem Diamond Painting mit dabei. Und dann habe ich hier noch so Zuschnitte von so Abdeckpapier, falls ich das mal brauchen sollte. Habe ich bisher noch nicht, aber wer weiß. Und da sind einfach von Reste von einem Diamond Painting, das ich eben schon fertig gemacht habe. Und da habe ich jetzt hier einfach die schön zurechtgeschnitten und zum Wiederverwenden hier mal mit reingepackt. Man weiß ja nie. Wenn man zum Beispiel ein großes Bild mit so einer transparenten Folie hat und die irgendwie nervt oder so, weil sie einfach knistert oder man die halt nicht so gut zurechtschneiden kann, dass man bestimmte Sektionen sich abkleben kann, dann kann man solche Sachen einfach wiederverwenden dafür. So, ja, da habe ich jetzt hier einfach bunt, wie sie gekommen sind, diese Taschen auch mal so, diese Plastikbeutel auch mal so direkt aus dem Kit hier reingesteckt. Das ist von meinem Nifei Meeresbild. Dann habe ich hier, das sind die übrigen Steine oder die Steine, die ich nicht in die Tütchen gepackt habe von meinem Blatt Nifei Bild. Was haben wir denn hier? Das sind Joy Autumn. Das muss ich auch irgendwann fertig machen, aber das ist so frustrierend, da habe ich gar keine Lust drauf. Obwohl die so schöne Steine drin haben, wie das hier zum Beispiel. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Das ist dieses Bild, was so einen schlechten Druck hatte, wo ich die Symbole nicht erkennen kann. Aber die haben hier diese AB-Steine in rosa und gelb. Und oh, ich würde gerne mehr solche Kits haben, die komplett abdecken, aber dann so coole Glitzerfarben haben. Und ich will nicht extra die Steine kaufen, sondern ich will das Kit fertig haben, weil ich nicht so viel Zeit für Diamond Painting habe. Dann nach wie vor hier sind noch die ganzen Steine für die vier Schmetterlinge. Da habe ich bisher einen fertig von denen. Dann habe ich das Home Fun Bild hier noch. Die finde ich auch richtig cool. Da freue ich mich so, so drauf. Das ist ein neueres. Das habe ich dieses Jahr habe ich das, glaube ich, gekauft von Home Fun. Tut mir leid, ich sehe jetzt immer nur auf dem Kopf. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die rauskommt. Und mit Home Fun hatte ich immer eigentlich gute Steine, gute Erfahrungen. Mal gucken, wie das jetzt so ist. Was habe ich hier sonst noch? Also ihr merkt schon, wie gesagt, es wird ein sehr gemütliches Video. Dann haben wir meine Katastrophenlady von Sophie Beauty. Und inzwischen hat mir auch jemand geschrieben in die Kommentare. Also es ist auch echt komisch. Viele schreiben mir dann, ja, sie haben die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Und dann schreiben mir viele, sie haben ganz andere Erfahrungen gemacht und fanden. Jemand hatte mir neulich auf Englisch, glaube ich, war das unter ein Video geschrieben. Sie hatte bei Sophie Beauty total gute Steine. Ich habe ja ganz arg Problem, dass die Steine nicht auf die Vorlage passen, sondern unterschiedlich groß sind und ich die zurechtschneiden muss teilweise, damit ich dieses Bild fertig machen kann. Ich arbeite ja schon in Reihen, damit sich die ein bisschen ausgleichen und ich keine Steine habe, die wegploppen vom Bild. Aber sie meinte, sie hatte perfekte Steine von Sophie Beauty, gar keine Probleme. Aber sie war mit der Schattierung der Haut total unzufrieden. Und das war ja das, was ich eigentlich so gelobt hatte bei diesem Bild, dass ich fand, dass die Farbgebung sehr, sehr gut gelungen war. Weil oft bei chinesischen Bildern, finde ich, hat man das Problem, dass die Farben zu knallig gewählt sind. Einfach weil, habe ich jetzt mal öfter gehört, dass es von der Ästhetik her einfach in Asien lieber man die Bilder knalliger, schöner findet und deswegen die Programme vielleicht so eingestellt sind, dass die Farben irgendwie knalliger sind und das ist bei dem Bild ja gar nicht angebracht.
Und da war ich sehr froh, dass das, zumindest soweit ich gekommen bin, hier nicht der Fall war, sondern die Farben sehr, sehr naturgetreu eben zu diesem Bild hier passen. Und wir sind schon 10 Minuten, habe ich euch schon voll gelabert und wir haben noch nicht mal angefangen. Es tut mir wirklich leid. Aber ja, und sie meinte dann, sie hatte dann mit den Farbenproblemen von Sophie Beauty, aber perfekte Steine. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich euch sagen soll. Es ist echt schwierig, wenn doch die Qualität bei Herstellern so stark schwankt. Und ich frage dann euch auch immer, also wenn ihr eure Erfahrungen mir sagt, dann schreibt mir doch bitte die Jahre dazu, weil manchmal gibt es ja auch so Jahre, wo ein Shop total schlecht war und der sich dann verbessert hat oder andersrum, er war ganz gut und ist inzwischen total schlecht geworden. Man weiß es einfach nicht. Aber solche Eckpunkte helfen natürlich einem zu wissen, ob das jetzt schon länger her ist und deswegen abweicht oder ob die Qualität einfach immer stark schwankt bei dem Shop, weil die vielleicht von unterschiedlichen Firmen sich beliefern lassen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist echt schwer, da Empfehlungen auszusprechen oder auch für mich. Also ich meine jetzt gar nicht, dass ich nicht weiß, was ich euch sagen soll. Ich sage halt einfach so, was ich so geliefert bekomme. Aber auch für mich, wenn ich sage, ich will eine neue Firma ausprobieren, gucke ich sehr oft YouTube-Videos vorher oder verlasse mich auch auf Empfehlungen von YouTubern. Und dann hat man natürlich doch Angst, dass die Qualität dann stark abweicht, weil die einfach dauernd schwankt. Das ist total doof. Aber was will man machen, ne? Das hier ist mein Ever-Moment. Oh, ich habe noch 2 Ever-Moment-Bilder, Leute. Und ich habe, glaube ich, die Unboxing-Videos davon schon gefilmt. Ich habe keine Ahnung, wo die Videodateien sind. Aber da habe ich auch noch was zum Hochladen für euch. Ja, das ist bei mir. Und das ist von meinem... Das ist Nummer 2. Das ist das andere Ever-Moment. Ja, das ist von dem anderen Ever-Moment. Unboxing, wo ich übrigens augenscheinlich sehr zufrieden bin mit der Qualität. Die Steine sehen perfekt aus, aber ja, keine Ahnung. Mal gucken. So, das hier läuft nun über. Ihr seht schon, die ganzen Steine von meinen letzten Unboxings passen hier schon alle nicht mehr rein. Deswegen muss ich einen zweiten Behälter mir irgendwann mal zulegen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut. Das Ding hier war nämlich da auch noch drin, wenn ich langsam mal Sachen einfach abarbeite. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich die dann aufbewahre, wenn ich dann fertig bin. Bisher liegen die einfach so nach Projekt sortiert in einem Schuhkarton. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf habt, Sortiervideos zu sehen. Ich brauche von euch wirklich Ansporn, dass ich das mal mache. Das tut mir gut. Und wenn Ordnung in meine Projekte zu bringen, also oder in die übrig gebliebenen Steine mal zu bringen. Und weil sonst mache ich das nie. Also sport mich bitte an, wenn ihr das gerne sehen möchtet, sonst mache ich es irgendwann mal außerhalb von der Kamera. Macht ja auch nichts. Jetzt fangen wir endlich an. Genug Gelaber, Mensch. Ich habe schon alles, was ich euch in meinem Diamond Painting Update erzählen wollte, jetzt schon erzählt, Mensch. Aber ich kann einfach gerade nicht aufhören. Das hatte ich schon wieder so lange her, seit ich gefilmt habe. So, wir machen das jetzt wie bei meinem Pigmondo-Bild-Update. Pack-Video, was ja wahrscheinlich erst danach kommt. Deswegen erkläre ich es jetzt nochmal. Ah, ich habe hier ein Tütchen mit Wachs. Okay, gut. Dann, ich habe mich nämlich dazu entschieden, die Farben zu sortieren. Nicht nach Nummern, sondern nach Farben, weil ich gehe ja nach Symbolen. Ich arbeite ja in einem bestimmten Bereich und es sind ja nur die Symbole da abgebildet und ich habe das Gefühl, ich finde die Symbole schneller, wenn ich weiß, okay, ich bin in einem Bereich, wo ich viel Türkis oder so mache oder gerade Gelb, weil ich an einem Schmetterling hier zum Beispiel arbeite. Und dann dachte ich mir, es wäre vielleicht geschickt, wenn ich einfach nach Farben sortiere und nicht nach Farbnummern. Und das will ich jetzt probieren. Und ich hoffe wirklich, dass diese Farben jetzt vollständig sind. Ich habe da jetzt seit
2 Jahren habe ich dieses Bild nicht rausgeholt und nicht dran gearbeitet. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, welche Farben so ungefähr zusammenpassen. Und ich sag's nochmal, wie angekündigt, es wird ein sehr ruhiges Video. Ihr seht mich jetzt einfach mal nur sortieren. Hier ist ein leeres Tütchen. Warum? Das macht mir jetzt schon wieder Sorge. Wahrscheinlich muss ich das einfach nur wieder auffüllen. Dann haben wir hier 310 und 939, die tue ich mal zusammen. Dann haben wir hier, ich muss das leider auf dem Kopf für euch machen, aber ihr könnt die Details vermutlich sowieso nicht so arg sehen. Nur kann ich meine Kamera nicht vor mir aufbauen, weil sonst sehe ich die Sachen nicht mehr und dann dauert alles noch länger. Dauert ja eh schon lang genug. Aber es ist schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr trotzdem auch mal ein ruhiges Video mit mir anschauen möchtet. Das sind diese Sachen, wo ich oft dann auch einfach mir einen Podcast oder ein YouTube-Video nebenher laufen lasse und dann einfach gemütlich vor mich hin sortiere. Ich sage es jedes Mal aufs Neue. Ich finde das so entspannend, einfach hier mir nur die Farben anzugucken. Es ist zwar total unproduktiv. Ich könnte in dieser Zeit wahrscheinlich schon längst ganz viel neue, ganz viel Fortschritte auf meinen Bildern machen. Aber eine gute Vorbereitung ist auch nicht ganz schlecht. Also falls ihr diese komischen Geräusche im Hintergrund hört, mein Freund telefoniert gerade und er hat sich ganz seltsam gefreut über irgendetwas, was er erreicht hat. Er versucht gerade Computerprobleme mit seinem Kumpel zu lösen. Und das war irgendwie, ja. Ich habe ihm aber gesagt, dass ich aufnehme. Aber da wir jetzt natürlich wieder Lockdown haben, ist er jetzt auch zu Hause. Und ich habe mich tatsächlich inzwischen dran gewöhnt, zu filmen, wenn er da ist. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das kommt wahrscheinlich auch mit der Zeit einfach, dass man sich dran gewöhnt. Mir war das total unangenehm und es ist aber witzig, weil das ganz, ganz viele Leute bestätigen, die YouTube-Videos drehen, wenn sie dann mal darüber sprechen, dass es ihnen irgendwie unangenehm ist, wenn jemand aus der Familie oder so zu Hause ist und sie ein Video aufnehmen. Und das macht irgendwie gar keinen Sinn, weil uns gucken hunderte von Leuten zu. Und neulich hat mir jemand auch, manchmal postet jemand auf Instagram, wie sie, ich fange jetzt hier mal mit dem Gelb einfach an, dass sie hier mal vorankommen, so. Ich hoffe, es sind, vielleicht sollte ich erstmal, einen Moment. Und ja, ich glaube, ich habe auch ein Problem mit Aufmerksamkeitsdefizit. So, das ist das Bild. So weit bin ich damals gekommen. Ich habe hier oben ein bisschen angefangen. Hier seht ihr den ersten Schmetterling. Leider schon wieder auf dem Kopf, aber es geht nicht. Tut mir leid, es geht gerade nicht anders. Ich weiß nicht, ich fand die, das ist Suja, aber von vor 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie die heute sind. Und hier oben hatte ich auch schon ein bisschen. Das hatte ich damals für mein Review angefangen. Und das war, glaube ich, kurz nach meinem Huracan? Und ich glaube, die sitzen schon ein bisschen eng, aber es war noch okay. War nicht so schlimm wie bei Huracan. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich irgendwie frustriert war mit Diamond Painting, so allgemein. Und dann sind neue Bilder gekommen. Aber ich möchte das jetzt beenden. Das ist von 2018. Das muss jetzt fertig werden. Und es hat hier auch schon ein bisschen Staub und so angesetzt von dem Ganzen. Obwohl ich hier eigentlich tatsächlich schon den Klebstoff an den Rändern entfernt habe. Aber so ein bisschen scheint noch übrig zu sein. Ich glaube, ich nehme mal ein feuchtes Tuch und wische hier mal die Ränder sauber. Das ist ekelig. Mag ich gar nicht. Ja, ich habe den Kleber schon entfernt. Ja, mal gucken, wie die Leinwand ansonsten aussieht. Der Druck, oh, der Druck ist richtig gut. Ich kann mich ehrlich gesagt echt nicht mehr an meine Review von damals erinnern, wie ich das fand, was ich damals dazu gesagt habe. Ihr werdet in meinem nächsten Diamond Painting Update sicher sehen, was meine Meinung heute hierzu ist. Aber der Druck ist schon mal mega gut. Mega gut.
richtig schön. Die Leinwand ist gut, fast keine Bläschen. Mensch, das ist echt schon ein bisschen zugestaubt hier. Jetzt hatte ich das für das Video auch rausgelegt, weil ich dachte, ach komm, das machst du jetzt mal zwischendurch irgendwann die Woche. Aber jetzt kam doch mehr vor Weihnachts. Ah, doch, hier unten sind Blasen noch ein bisschen, falls ihr die sehen könnt. Die muss ich dann entfernen. Das ist aber kein Problem. Das lässt sich meiner Meinung nach, weil ich hatte das jetzt bei Huaken auch, die Bläschen, wenn die gerollt kommen, boah, jetzt ist Staub angesetzt, meine Güte. Lassen sich Bläschen bei diesen Folienklebern einfach nicht vermeiden, weil sie gerollt werden. Es sind verschiedene Temperaturschwankungen, wo sich der Kleber auseinander und zusammenzieht. Und dann entstehen einfach so Bläschen und es wird halt gewickelt, geliefert. Und ich glaube, es ist nicht möglich, Bläschen zu vermeiden. Also ich hatte auch schon welche zum Beispiel, ich glaube, das war gerade bei den Evermoments, die kamen, als ich sie ausgerollt habe und ich habe sie irgendwie erst mal einen Tag sich selber so entrollen lassen. Ich habe online gelesen, dass das irgendwie helfen soll, dass sich der Kleber akklimatisiert. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Aber ich dachte, ich probiere es mal. Und also habe einfach die Rolle nur rausgelegt und nicht irgendwie mit meinen Händen ausgewickelt, damit sie sich selber so langsam... Und ich hatte trotzdem Blasen drin. Also ich hatte tatsächlich, als ich sie dann ausgerollt habe nach 2 Tagen, keine Blasen drin, sowas. Und dann hatte ich die hingelegt und habe nochmal drunter geguckt, unter die Folie, und dann haben sich Blasen gebildet. Egal wie man es macht, man macht es falsch. Also manchmal kommt auch eine Leinwand perfekt an und dann kommen Blasen. Es ist einfach schwierig, 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 schwierig. Nun ja, was ich eigentlich gucken wollte, war die Liste von... die Farbliste. Oh, da staube ich, meine Güte. Moment, ich versuche gerade hier klammheimlich diesen ganzen Staub von der Abdeckfolie zu entfernen und zu überprüfen, wie das mit den Farben aussieht. Das habe ich jetzt nicht ausgemacht. So. Also ich zähle jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 Farben. Und jetzt zähle ich mal hier, damit ich sehe, ob ich auch wirklich alle Farben habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20, 28, 30, 32, 34, 35. 36 bedeutet, es fehlt eine Farbe. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich hatte sie die ganze Zeit in dieser Tüte drin und jetzt fehlt eine Farbe. Ich weiß aber noch nicht welche. Ich habe hier auch keine Liste mehr, weil die habe ich zerschnitten, um diese... Genau, das war das Suja. Das hat damals 12,79 Euro gekostet. Tja, 19.07.2018. Hat 3 Wochen gedauert. Ich hoffe, tja, muss ich jetzt halt mitarbeiten, ne? Also, mal gucken. Fangen wir trotzdem mal an mit diesen hier. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worüber ich gerade eben noch, was ich euch jetzt unbedingt gerade so dringend noch erzählen wollte. Natürlich habe ich es jetzt vergessen. Vielleicht habe ich mich auch nur verzählt. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 35, 36. Nö, hab mich nicht verzählt. So, warum mache ich die Dinger auf? So.
Also, wie gesagt, das hier hat jetzt nicht unbedingt den meisten Sinn. Es ist nur einfach, ich habe gerade die Freude dran, mit diesen Döschen zu arbeiten. Das Schöne ist, man kann eben auch mal kurz aufmachen mit dem Stift, direkt einen Stein rausholen, den man braucht, wenn man wirklich nur ein Steinchen von der Farbe braucht. Das ist schon ein großer Vorteil. Und ich habe hier die coolen Schmetterlingsscheren, weil jetzt zoome ich euch mal kurz an und dann arbeiten wir uns hier durch. So. Jetzt muss ich habe hier damals diese Liste einfach ausgeschnitten, die hier mitgeliefert wird und einen Tesa drüber gemacht. Und dann passt die Sache. Und was ich jetzt mache, ich ziehe jetzt das hier einfach ab, schneide es in der Mitte durch, weil das ist natürlich zu breit. Und dann kleben wir das übereinander. Und dann kleben wir das hier drauf. Und das Schöne ist nämlich, muss ich ein bisschen Überschuss abschneiden. Das Schöne ist einfach, ich habe keinen Farbdrucker und diese Buchstaben sind vom Hersteller halt bunt ausgedruckt worden. Deshalb zerschnippel ich meine Lieferlisten von den Steinen. Ich muss aber sagen, hier sehen viele Steine so aus, als wären sie hohl. Aber die sortiere ich dann auch erstmal aus. Ich hoffe, dann reicht es noch, aber ganz ehrlich, so oft kriege ich Zeug geliefert und also ich hatte bisher tatsächlich noch kein Bild, wo Steine gefehlt haben, aber ganz ehrlich, ich habe auch noch nicht so viel super große Bilder gemacht. Jetzt geh doch raus. Und die Tütchen verwende ich natürlich wieder, da kommen dann die übrig gebliebenen Steine am Ende einfach wieder rein. Dann klebe ich den Sticker einfach hier wieder drauf, nur die DMC-Nummer und dann kann ich das, ich weiß noch nicht genau. Ich mache ja ein Heaven and Earth Bild, da könnte eine Farbe, ich habe nämlich mal geguckt, ich hatte nämlich damals, als ich mein Heaven and Earth Projekt, das muss ich euch auch noch zeigen, falls ihr euch fragt, wovon ich spreche, Heaven and Earth Designs, kurz HAED. Wenn ihr das irgendwo mal lest, wisst ihr Bescheid, ist eine amerikanische Firma, die Kreuzstichmuster herstellt. Und die machen super krasse, fotorealistische Bilder von verschiedenen Künstlern, die total riesig aufgelöst sind. Also super viele Pixel. Und die sind eigentlich zum Sticken da. Man braucht so ungefähr 10 Jahre, um so ein Bild fertig zu kriegen. Also es gibt natürlich auch kleinere Größen, aber die sind halt sehr bekannt für ihre sehr detaillierten Stickvorlagen. Das ist übrigens ursprünglich eine Stickschere gewesen. Aber ich habe jetzt schon 2 Stickscheren und die war echt nicht so scharf für Stoff. Und jetzt benutze ich die halt hierfür. Kann man auch brauchen. So, zweite Farbe. Das kann ja heiter werden. Naja, jedenfalls, da ihr ja, wie ihr ja wisst, die Diamonds hier auch für die DNC-Nummern, mit den DNC-Nummern versehen sind, die auch vom Sticken kommen. DNC ist ja eigentlich eine Stickgarnmarke. Kann man eben so ein Stickmuster auch mit Diamond Painting Steinchen machen, indem man sich eine leere Leinwand bestellt oder wie ich es mache, ich drucke in DIN A4 die Stickvorlage aus, in der Größe, wo die Steine genau drauf passen. Die Stickvorlagen für Sticken sind immer Vierecke, weil man ja Kreuze macht. Haha. Und ja, dann kann man da ein Diamond Painting selber draus machen. Ich habe dann die ausgedruckt auf A4-Papier
und eine doppelseitige Klebefolie draufgeklebt. Ich habe aber noch nicht die perfekte Folie gefunden, ehrlich gesagt. Und ich bin auch noch nicht. Jetzt hat es unterbrochen. Ich hoffe, es fehlt jetzt nichts im Text. Jedenfalls die erste Klebefolie, die ich mir jetzt bestellt hatte, die war eben zu schwach. Die geht, ist okay, aber sie könnte ein bisschen stärker sein. Deswegen habe ich das Video zu dem Heaven und Earth noch nicht gemacht, weil ich wollte gerne so, wisst ihr, so euch schon alles sagen, wie alles geht und alles funktioniert und keine Fragen offen lassen. Aber da muss ich jetzt erstmal wieder neue Klebefolie bestellen, damit ich euch auch was empfehlen kann, womit ihr arbeiten könnt. So, Nummer 3. Ja, das ist da, deswegen kann ich, habe das schon vor Monaten habe ich das schon angefangen. Aber ich habe auch echt lange nicht dran gearbeitet, weil ich habe so viel auf meiner Agenda. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin ja selbstständig mit meinem eigenen Online-Shop seit 10 Jahren dieses Jahr. 2021 ist 10-jähriges Jubiläum von ladyrevenga.de für Bastelmaterial und Stoffe und Schmuckmaterial und Anhänger und Spitzen und Tüdel und alles Mögliche. Also falls ihr mal vorbeischauen möchtet, ich verlinke euch meinen Shop in der Infobox unten drin. Und wenn man so einen Laden führt, gibt es natürlich auch immer was zu tun. Und da hat man nicht so klassischen Feierabend. Aber dafür kann man unter der Woche auch mal kurz eine Stunde fürs Filmen reinschieben, was ich dann bitter rächt, weil man die Zeit dann am Wochenende wieder nachholen muss. Das ist halt das. Das ist, man stellt sich das dann immer so toll vor, ne? So, man kann sich die Zeit frei einteilen, aber man muss halt trotzdem so sein gewisses Pensum einfach schaffen, damit was bei rumkommt. Und am Ende irgendwo muss man die Zeit hernehmen, ne? Oh, ich hoffe, dass ich das jetzt alles hier reinbekomme. Das wird eng. Oh, natürlich geht jetzt alles daneben. Ich hätte mir so ein Schiffchen mitnehmen sollen, dann hätte ich das da reinfüllen können. Na los. So, jetzt den ganzen Spaß wieder einsammeln. Ah, hier ist nochmal so. Es gibt manchmal so, boah, sind die statisch aufgeladen. Uiuiui. Die kann ich schon mal wegtun. Hier sind so Steine drin, die sortiere ich gleich mal aus, die so ausgehöhlt sind. Das heißt, die kleben einfach nicht richtig. Später auf der Leinwand, die kann man einfach gleich aussortieren. So, ja, jedenfalls sage ich ja jedes Mal, Sticken ist halt so meine Hauptleidenschaft, sage ich mal. Das hat immer Vorrang. Nächstes Jahr werde ich Challenge-Gruppen anfangen. Auf Facebook. Da kann ich euch gleich ein bisschen was von erzählen. Nachdem ich mich entschlossen habe, welche Farben ich jetzt mache, ich mal einfach die Rottöne hier. Machen wir das mal. Ach, hier sind immer noch Orangensteine zwischendrin. Ich fange immer an mit den Steinen, mit den Farben, die einfach am meisten rausstechen. Bevor ich euch mit den... Erinnere mich dran, was ich gerade gesagt habe. Nein, geht ja gar nicht. Ich suche jetzt mal kurz in meiner Übrigbleib-Kiste, ob ich hier die fehlende Farbe da aus Versehen reingepackt habe. So, ach, ich hätte rauszoomen sollen, bevor ich die Kamera wieder anmache. Egal. Also, das ist meine, die übrig gebliebenen Steine Kiste. Und zwar ist hier, das hier sind leere Tütchen, die ich noch übrig habe von einem Projekt.
Dann sind hier noch meine alten Hurkensteine. Alte Hurkensteine. Ich werde da vielleicht probieren, welche von wieder zu verwenden. Aha, ich habe hier ein Tütchen, das ist sehr verdächtig. Es hat die Nummer 890 und so ein Querbalken und ja, ich habe es gefunden. Ich hatte die Befürchtung, das hier sind so die übrig gebliebenen Steine noch. Ich weiß gar nicht. Ach ja, das ist von Home Fun, mein Alice im Wunderland Bild, das ich aufgegeben habe, weil es zu klein war. Oh, das sind noch... gut, dass ich hier reingeguckt habe. Das sind noch Steine von Pigmondo, die muss ich noch zu dem Löwen packen. Die hätte ich fast vergessen. Dann habe ich hier noch mehr. Das sind alles... Ich habe ja zwei Huaken-Bilder geschickt bekommen, wo die Farben... die Steine nicht auf die Leinwand gepasst haben und die Steine sind so mittel okay und ich guck mal, dass ich die jetzt für was anderes benutze vielleicht. Dann, das ist auch noch davon. Das ist von, ich habe keine Ahnung. Ist von irgendeinem anderen Bild. Ich weiß es nicht mehr. Das ist mein erstes Diamond Painting Bild. Das sind die Steine davon. Da waren nicht so viele Steine übrig. Ach ja, den habe ich, weiß gar nicht, habe ich euch den Toad schon gezeigt? Ich habe diesen Toad mal gemacht. Der war ganz gut, hatte gute Steine. Habe ich euch den gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Noch mehr übrige Steine. Ich habe keine Ahnung, woher. Hier sind noch mal runde Steine, die übrig sind. Und dann habe ich noch mal... Die Steine sind übrig von meinem Sarah-Mond-Bild. Ja, da habe ich hier so eine kleine Abteilung für die runden Steine. Und ja, und hier kommen jetzt, ich habe ja noch ein bisschen Platz, hier kommt dann alles rein, was ich so übrig habe und irgendwann muss ich das mal sortieren. Bisher ist, wie ihr seht, so nach Projekt sortiert. Einfach, wenn es fertig ist, packe ich alles in eine Tüte und schmeiße es rein, fertig. So, 890. Das Mysterium ist gelöst. Ich habe alle 37 Farben und bin glücklich. Und dann können wir jetzt mit den Rottönen weitermachen. Ich hoffe, ich wackele gerade nicht zu sehr. Ich muss mich etwas bequemer hinsetzen. Und hiermit geht's weiter. Und dann erzähle ich euch... Ich war bei Heaven and Earth, ne? Jedenfalls wollte ich das Heaven and Earth mit übrig gebliebenen Steinen machen. Ach, und Challenge-Gruppen, aber das werde ich euch gleich erzählen. Ja, ich weiß, ich bin, wenn ich mir kein Skript mache, dann ist mein Gehirn einfach, das denkt 50 Sachen gleichzeitig und es fällt mir wirklich schwer, bei einer Sache zu bleiben. So, ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend für euch. Jetzt muss ich diesen Kleber hier runterkriegen. Da habe ich es irgendwie gut gemeint mit Tesafilm. Hallo? Ah. Ich gehe von rechts, von dunkel nach hell. So war das, ne? Ja. Ich wollte das mit übrig gebliebenen Steinen machen, aber ich habe nicht so viel übrig gebliebene Steine. Der Plan dann war zu gucken, also bei diesen Heaven and Earth Stickmustern steht immer dran, wie viele Stiche man machen muss von einer Farbe. Das bedeutet, man weiß, wie viele Steinchen man braucht pro Farbe. Und ich habe jetzt mal geguckt, welche Farben ich in meinen Projekten habe, weil in so einem Heaven and Earth sind locker über 100 Farben drin. Und manchmal braucht man nur so 10, 20, manchmal sogar nur ein Steinchen von einer Farbe. Und dann habe ich
damals, glaube ich, alle Projekte, die ich besitze, durchgeprüft, ob ich da mit den übrig gebliebenen Steinen von den Projekten, die ich jetzt besitze, arbeiten kann, um das Heaven und Earth Bild zu machen. Und alles, wo ich eben mehr brauche, habe ich mir bei Nifei bestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die allerbeste Wahl ist. Home Fun hat zum Beispiel auch sehr gute Steine. Da war ich auch hin und her gerissen, aber ich hatte von Home Fun sehr lange nicht mehr bestellt. Nifei hat jetzt nicht die allerbesten Steine der Welt, aber die sind schon ziemlich gut. Das hilft, bringt euch jetzt auch nicht weiter, ne? Aber ich tue das jetzt gerade mal hier in diese Tüte mit den benutzten Tütchen. Ja, so das sind halt Projekte, die einfach ein bisschen komplizierter sind. Naja, jedenfalls habe ich mir dann alle Steine bei Nifei bestellt. Ich habe denen einfach eine Nachricht geschrieben, hey, ich brauche so und so viele Steine. Und die haben mir dann ein Angebot hochgeladen, das ich dann gekauft habe für diese bestimmte Menge von Steinen. Und das hat total gut funktioniert. Ich habe alles bekommen, was ich bestellt habe. So und so. Wenn ich Glück habe und der Tesa stark ist in seiner Willenskraft, werde ich am Ende die Farbnummern hier nochmal wieder verwenden können, um für die langfristige Aufbewahrung. Und ja, wie ich ursprünglich auf Heaven und Earth gekommen bin, das sind eben so Sachen, wofür man so Steine tatsächlich aufbewahren kann, wenn man denn möchte. Ich sollte mal einfach meinen Autofokus ein bisschen ausstellen. Einmal scharf stellen und dann ausschalten. Sonst ist das immer nah. Scharf und scharf, scharf und scharf, scharf und scharf. Ich hoffe, es ist noch keiner seekrank von euch geworden. Von dem Video. Ich habe hier halt immer nur so einen kleinen Bildschirm und sehe das nicht so genau, was da jetzt genau los ist, ob das alles scharf ist oder nicht. Ja, also weil ab und zu kommt immer mal wieder die Frage, warum sollte ich Steine aufbewahren? Und ja, ich bin etwas zwiegespalten, was runde Steine angeht, weil ich glaube nicht, dass ich ein Heaven und Earth mit runden Steinen machen will. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich mein kleines Stickmuster vielleicht mit runden Steinen machen kann. Denn gerade von diesen günstigen Firmen, von denen ich gerade ganz viel Produkte auspacke, kann man sich kleine Leinwände für wenig Geld unbedruckt kaufen. Also sie haben nur dann so Kreise praktisch vorgedruckt. Und da, ob ich mir da ein kleines Stickmuster vielleicht mal kaufe und dann mit den Reststeinen da arbeite. Aber das muss halt so ein Bild sein, was so Colorblocking hat. Also, das nicht zu fein ist, wo ich selber so mit nach Augenmaß irgendwie die Farben aussuchen kann, weil... Hä, warum wollte ich das da reinmachen? Ich fange jetzt nicht an, alle Steine krass zu sortieren, vor allem die runden nicht, bei den eckigen vielleicht schon. So, sieht das nicht mega schön aus? Ich finde, dafür lohnt sich die Arbeit, einfach weil es richtig schön aussieht. Okay, weiter im Text. Nein, erstmal weiter, welche Farben nehme ich denn jetzt? Ich habe hier grün, was zum Beispiel noch raussteht. Grün, grün. Wobei zu dem Dunkelgrün passt eher das hier. 890. Was mache ich denn jetzt? Das hier habe ich noch zur Auswahl. Das hier habe ich noch zur Auswahl. Jetzt muss ich echt mir überlegen.
Was ist denn 3847? Da muss ich jetzt mal hier die Steinchen befragen. Da habe ich ganz viel Schwarz. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Schwarz, 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 Schwarz. Da habe ich ganz viel 890. Aber ich brauche hier 3847. Da nehmen wir uns gleich mal ein Paket von mit. Das ist aber so ein Blaugrün. Das würde ich eher... Ah, schwierige Entscheidung. Naja, die Dunklen können auf sich selber aufpassen. Fangen wir mal hiermit an. Ich denke, das hier ist vielleicht nicht die schlechteste Kombi. Ja, machen wir das hier. Aber vielleicht dann... Ja, so. Nicht, es wird ein perfekter, wird es wahrscheinlich eh nicht. Ich habe hier oben noch Brauntöne. Die zwei hätte ich auch noch übrig. Warum mache ich mir hier so einen Kopf? Das ist doch egal. Ach, Lea. Ich muss es immer übertreiben. Mit der Perfektion. Ich habe halt jetzt hier so zwei Braun so ganz blöd übrig und Grün würde ich wahrscheinlich eher noch, weil wisst ihr, das ist jetzt alles an Braun, was ich habe. Ich versuche das mal so schön ins Bild zu bringen. Dann habe ich das hier alles. Und jetzt machen wir mal ein schönes Foto fürs Cover vielleicht mal kurz, weil das sieht gerade echt cool aus. So, Foto gemacht. Die passen ja schon mal schön zusammen. Machen wir das vielleicht? Machen wir es so, tun wir es so, machen wir es so. Ja, ja, wird schon passen. So, jetzt habe ich schon wieder total vergessen, was ich euch gerade erzählt habe. Natürlich. Natürlich habe ich das. Nee. War ich bei... Warum ich Steinchen aufbewahre. Der wichtigste Punkt für mich, und jetzt ist der Kamerakku leer, gibt's das denn? Der wichtigste Punkt für mich in der Frage, Steinchen aufbewahren, ja oder nein? Was bringt es mir? Und ihr müsst bedenken, die sind ein bisschen ungenau, was die Farben angeht. Also die färben ja hier Kunststoff ein in großen Mengen und gießen dann diese Steinchen. Und wenn sie mal eine ganze Weile eine Farbe gegossen haben, müssen sie die Farbe neu anrühren. Und dann ist das einfach nicht mehr so genau. Das heißt, ihr werdet mit der Zeit... Farben haben, die die gleiche Farbnummer haben. Das ist bei Garn auch ein Problem, aber nicht so sehr. Bei chinesischem Garn schon eher. Aber DMC Original hat halt krasse Qualitätsstandards. Mehr oder weniger. Über die Jahre gibt es auch Farbabweichungen. Aber unterm Strich, gerade bei Diamond Painting könnt ihr euch nicht darauf verlassen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel hier die 164 aufhebt, wenn euch die in irgendeinem Bild mal ausgeht und ihr nur, um einen Ersatz zu haben, diese Farbe aufbewahrt, ist keine Garantie, dass diese Farbe passend zu eurem Kit ist. Die wird ähnlich sein, aber nicht genau wie... Also die Farben unterscheiden sich bei verschiedenen Herstellern teilweise sehr stark. Also die 164 wird nie knallrot sein, aber es kann halt sein, dass die plötzlich so aussieht. Habe ich schon gesehen in den Gruppen. Das ist halt deswegen, und ihr könnt, wenn ihr einen coolen Lieferanten habt, eigentlich denen schreiben und sagen, hey, mir fehlt Farbe so und so, ich kann das Bild nicht fertig machen. Und dann könnt ihr die Farben euch nachbestellen normalerweise.
Und von daher nur um ein Backup zu haben. Und es gibt 447 Farben. Das bedeutet, ihr müsst 447 Farben auf Tasche haben, um auf jeden Fall genau die Farbe auf Lager zu haben, die ihr als Ersatz brauchen könntet. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt auch nicht so groß. Ich meine, wenn man jetzt sowas wie 939 oder 310 braucht man total oft. Aber das geht einem eigentlich auch nie aus. Deswegen finde ich es schwierig, halt eine Empfehlung dafür auszusprechen, weil ich finde, ups, jetzt habe ich das hier eingerissen. Blöd. Blöd. Gibt es an sich jetzt nicht so die Empfehlung, ja, es lohnt sich total, die aufzuheben, um Ersatz zu haben. Es könnte natürlich irgendwann mal passieren, dass zufällig die passende Farbe in eurem Vorrat ist. Ganz ehrlich, nur dafür so viele Steine aufzuheben, ja, wenn ihr den Platz habt, wieso nicht? Wenn es euch wie mir Spaß macht, Sachen zu organisieren und zu sortieren, warum nicht? Wenn ihr irgendwann vielleicht doch mal so ein cooles Heaven and Earth Design Riesenbild machen wollt, lohnt sich's natürlich auch, die ganzen Farben, die übrig geblieben sind, zu sammeln. Warum nicht? Sind halt so die Fragen, die ihr euch bei dem Thema stellen müsst, ob ihr das mal machen wollt oder nicht. Das ist jetzt blöd. So, hält. Na, also so richtig gut schneidet die einfach so allgemein nicht. Die ist von einem amerikanischen Laden, Bastelladen, so eine Eigenmarke. Und die hat von Anfang an einfach nicht wirklich gut geschnitten, leider. Aber sie sieht natürlich sehr schön aus und ich benutze sie immer sehr gerne in meinen Flosstube-Videos, in meinen Stickjunkie-Videos, um auf feine Details hinzuweisen. Ja, dann kann man die nämlich so schön in der Hand halten und sagen, guck mal, hier habe ich dies und jenes gemacht. Dafür ist sie auf jeden Fall gut. Aber schneiden eher so mittel. So, Nummer 3. Meine Kamera wird sterben, bevor ich alles fertig habe. Deswegen sage ich euch jetzt schon mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch diese Art von Video gefällt. Dann mache ich das nämlich öfter zusammen mit euch und quatsch einfach so, was mir in den Kopf kommt. Vielleicht interessiert euch ja auch ein Thema. Ich dachte mir schon, ich könnte mir mal vorher ein Thema vielleicht zurechtlegen, was ich hätte dir noch hier rein machen wollen. Ich könnte mir ein Thema zurechtlegen, über das ich sprechen kann. Das war jetzt wieder heute zu spontan, um das zu tun. Aber kann man ja immer noch mal machen. Und wenn euch was interessiert, sagt mir Bescheid. Ansonsten gucke ich mal, dass ich mir was Cooles ausdenke. Ich bin meistens nebenher am Painten, wenn ich Diamond Painting Videos gucke. Oder eben, wie gesagt, am Sortieren. Weil ich finde, das steigert irgendwie die Motivation, wenn man jemanden das machen sieht. Denkt man so, also mir geht's so, denke ich so, ach, das könnte ich jetzt auch machen. So wie das ist, wenn man jemanden sieht, der neue Sachen gekauft hat. Und dann denke ich mir so, ach, das möchte ich jetzt aber auch kaufen. Schlimm, ne? Ich finde das auch lustig, weil bei uns ist es halt so eine schöne Sache. Wir zelebrieren einfach, dass es schöne Bastel- und Hobby-Sachen gibt und dass wir uns gegenseitig die Sachen zeigen oder damit anstecken. Mir geht es ja auch so, ich lasse mich ja auch unglaublich gerne anstecken. In anderen Bereichen findet man das ein bisschen komisch, wenn Leute einem zu viel irgendwie... Da ist es halt so, ja, ich will dir unbedingt dieses tolle Superprodukt verkaufen. Und hier ist es halt eher so... Guck mal, was ich Cooles gefunden habe. Du willst es bestimmt auch machen.
Lass es uns zusammen tun und zusammen die Bilder fertigstellen. Und das hat irgendwie eine ganz andere... Ist irgendwie ganz anders bei uns. Also es kann sein, dass die Kamera jederzeit sich verabschiedet. Deswegen sag ich euch jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich lese euch in den Kommentaren und kann mit euch ein bisschen schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken. Ich habe nämlich so viele tolle Videos noch für euch geplant. Und jetzt quatsche ich weiter, bis die Kamera den Geist aufgibt. Aber dann habe ich mich schon mal verabschiedet, sobald sie es tut. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, worüber ich... Ich sollte vielleicht noch mal einen Schluck Kaffee trinken, um mein Gehirn auf die Sprünge zu helfen. So. Was hatte ich denn jetzt gerade für ein Thema mit euch? Ich hatte gerade mir überlegt... Ach ja, gegenseitig anstecken mit Sachen. Da hatte ich neulich ein Video von einer Stickerin geschaut, der Michelle Bendy Stitchy. Die gucke ich super gerne. Und sie unterstützt total viel so kleine Unternehmen und macht immer Werbung in ihren Videos darüber. Aber es ist halt so, es ist halt, ich weiß nicht, an sich ist es schon Werbung, aber ich finde, es hat irgendwie eine andere Qualität bei uns Bastlern. Weil wir haben so unser eigenes kleines Universum, habe ich so das Gefühl. Und da geht es einfach total viel auch um Unterstützen von Sachen, die man halt gut findet und gegenseitig mit Freude und Begeisterung anstecken. Und das ist ja einfach eine schöne Sache. Und sie hatte dann jemand, die hat, glaube ich, Projekttaschen genäht. Also so quadratische Taschen mit Reißverschluss aus schönen Stoffen und... Oder es war irgendwas anderes. Sie hat auch gerade eine, die macht handgemachte Lutscher mit so... Die gießt da irgendwie dann so essbare Blüten rein und die sehen dann super hübsch aus und die kann man halt voll gut verschenken und so. Ich glaube, um die ging es. Und sie hatte die irgendwie gefunden und mit ihr geschrieben und hat dann in einem Livestream oder in einem Video, wo es um Sticken geht, gesagt, hey, guck mal, was ich gefunden habe. Die macht handgemachte Süßigkeiten. Wie cool ist das denn? Und super viele Leute sind zu dem Laden gegangen und haben die Sachen gekauft. Und sie hat jetzt auch, glaube ich, einen Promocode von der Händlerin bekommen. Und die Händlerin meinte so, weil sie nicht aus der Stickszene kommt, glaube ich, sie ist unglaublich überrascht davon, wie sehr die Leute unterstützend sind und irgendwie da einkaufen gehen und sagen, sie finden das halt cool, was sie macht. Das ist sie gar nicht gewohnt und ich bin ja auch Händlerin und kann es auch bestätigen, wobei ich auch echt viele Leute, die an meiner Seite stehen und meinen Laden unterstützen, für was ich sehr, sehr dankbar bin. Aber sie meinte auch, sie kennt das nicht, dass man so bedingungslos unterstützt wird von Leuten wie von dieser Kreativ-Community. Und dass die Leute das nicht blöd finden, wenn man über Produkte wie halt diese Lollis oder eben auch diese Handmade-Projekttaschen in Videos redet und die Leute das nicht irgendwie... Also Michelle unterstützt schon total viele kleine Shops halt und sagt immer, was sie so gefunden hat und wo man das kriegen kann. Und die Leute nehmen das nicht negativ wahr. Also die sagen nicht, hör mal auf, dauernd Werbung für irgendwelche Läden zu machen. Sondern die Leute sagen, oh cool, dass du Sachen findest, wo wir einkaufen gehen können und uns schöne Sachen für unser Hobby holen können. Und ja, das fand ich, das ist wirklich so. Ich habe das so vorher noch nie so drüber nachgedacht tatsächlich. Aber als sie diese Geschichte erzählt hatte von dieser Süßigkeitenmanufaktur, ja, da merkt man schon, was das hier für eine herzliche und besondere Community ist einfach. Wie anders das ist als woanders. Und ich hatte bisher auch nur sehr wenig. Und tatsächlich unter meinen Stickvideos hatte ich bisher noch keinen blöden Kommentar oder so.
unter Diamond Painting Videos kriege ich manchmal Kommentare und mir ist es auch total egal, ich lösche die dann einfach, weil ich habe keinen Bock auf negative, unproduktive Kommentare, die einfach so sagen, das ist voll dumm, was du machst. So einfach so, so ja, toll. Schön, dass du deine Zeit für so einen produktiven Kommentar hier verschwendet hast. Deine Meinung ist mir egal. Wenn jemand sagt, ich würde das lieber so machen oder mir gefallen lange Videos mehr oder weniger, ich frage ja auch oft nach eurer Meinung, dann, sofern es mir möglich ist, setze ich das super gerne um. Aber wenn nur jemand sagt, so mein Lieblingskommentar war ja jemand, der am Anfang, als ich angefangen hatte, unter mein drittes Video so geschrieben hat, das Hobby sieht aus, als wäre es nur für Dumme oder so. Den Kommentar gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, so ein Blödsinn einfach. Also, einfach Blödsinn. Es ist ein Hobby. Es geht hier nicht darum, wie anspruchsvoll ein Hobby ist. Es geht darum, dass man Spaß an diesem Hobby hat. Also, ja. Und da, das ist mir dann auch egal. Das wird halt einfach gelöscht und, wenn ich lustig bin, lese ich vielleicht auch den Kommentar vor und mache mich drüber lustig, weil sowas ist einfach dumm. Einfach nur Sachen zu schreiben, um irgendwie sich besser zu fühlen, um... Ja, meistens ist es ja so, dass die Leute sowas schreiben, einfach um sich besser zu fühlen. Schaut euch diese Farben an, die sind so schön. Nächste Runde. Und es wird jetzt gleich abreißen in meinem nächsten Diamond Painting Update. Meine neuen Serie, wo ich einfach wie bei den Stick-Junkies einfach so alles kombinieren will. So, was habe ich Neues, was habe ich fertig bekommen, was sind meine Pläne, wie bin ich bei bestimmten Bildern vorangekommen. Und das möchte ich da einfach gesammelt mit euch teilen. Und da werde ich dann euch auch zeigen, wie das alles hier fertig aussieht, wenn ich es fertig gemacht habe. Weil ganz werde ich es wahrscheinlich nicht auf das Video packen und es ist ja auch lang genug, glaube ich. Ich bin bestimmt schon bei einer Stunde oder so und labere euch die Ohren blutig. Wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, das finde ich eine lustige Idee. Ich gucke nämlich Karen Puzzles. Einer der sehr wenigen Kanäle übers Puzzeln und sie schafft es tatsächlich ich puzzle nicht so viel, also vielleicht so alle 5 Jahre habe ich mal so einen Anfall und dann fange ich mal wieder an zu puzzeln. Aber es ist aber ein englischer Kanal. Sie sagt immer ein Codewort für das Ende des Videos, wenn du bis zum Ende des Videos geguckt hast. Dann kann ich nämlich sehen, dass du echt komplett durchgeguckt hast. Jetzt muss ich mir ein... Sagt einfach in deinem Kommentar Passwort Schmetterlinge. Dann weiß ich, dass du alles geguckt hast und du bist mein Lieblingszuschauer dann. Das fände ich super interessant, mal zu sehen. Das fände ich eine super lustige Idee, weil ich gucke ihre Videos tatsächlich immer durch und ich kommentiere trotzdem viel zu selten. Aber finde ich einfach eine super witzige Idee. Dann bist du wirklich tapfer und hast meinem ganzen Gelaber... Ich hoffe, nächstes Mal schaffe ich es ein... hat meine Kamera schon wieder unterbrochen hier. Ich hoffe, ich schaffe es nächstes Mal, mir ein Thema vorher zu überlegen und nicht so drauf loszulabern. Livestream, kann ich nur spontan. Und ich glaube, ein Livestream funktioniert nur, wenn ich ihn vorher ankündige. Und bei mir ist es so, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde Zeit, dann kann ich jetzt kurz das Film reinquetschen. Deswegen... weil ich würde auch echt gerne mal sowas machen und mit euch nebenher quatschen oder so. Aber muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ansonsten
versuche ich mir mal nächstes Mal ein Thema auszudenken. Und ich hoffe, ich klinge nicht so grummelig, weil ich habe die Tendenz, wenn ich mich konzentriere, grummelig zu klingen und auch grummelig reinzuschauen. Und Leute sind dann irritiert und fragen mich, was los ist. Und ich bin dann verwirrt, weil gar nichts los ist und ich mich einfach nur konzentriert habe. Aber ich vergesse dann darauf zu achten, nicht grummelig zu klingen. Ich kann da echt nichts dagegen tun. Das ist echt nicht so gemeint. Das ist einfach, wenn man dann vertieft ist und so, dann kennt ihr das auch. Sagt euch das auch manchmal jemand? Ich finde das total blöd. Aber auf der anderen Seite ist es gut, wenn die Leute nachfragen, weil nachher gibt es nur Missverständnisse. Kommunikation ist wichtig, ne? Jetzt bin ich aber auch fertig mit dem Blau fast und gehe jetzt wieder zurück ins Wohnzimmer und leiste meinem Freund Gesellschaft. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Kamera hat es doch länger durchgehalten, als ich dachte. Jetzt wird es aber jeden Moment gleich aufhören. Die Batterie ist absolut leer. Und Dankeschön fürs Zuschauen und für eure Treue und dass ihr da seid und mit mir sprecht in den Kommentaren. Das ist wunderschön. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüssi!